Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego aus dem Bergischen Land. Ja, ich wollte noch gar nicht aufnehmen, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich sag so, wie es ist. Ich wollte eigentlich tappen. Wollte ihn hier eben anmachen, einmal ganz kurz. Ja? Ach, nur ist so, wie es ist. So, ey, warum macht er das mit der Kamera immer? Es ist nervig. So, fein, fein, fein. Eingesaut hat er sich, der Kleine. Der sah eben noch anders aus. Junge, 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 Junge. Was hat der sich eingemuddelt? Ja, was man auf so einem unschuldigen Sonntag so alles machen kann, ne? Ist das nicht schön, Typ? Ja? Ich hab endlich meinen Frontpacker dran, du. Wahnsinn, oder? Ist das nicht Wahnsinn? Ich bin ganz, 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 ganz glücklich. Man kann es ruhig sagen, glücklich. Ich hatte das ja jetzt nicht mit Pflegereifen als Zwillingsreifen noch drauf, ohne. Hatte ich das ja gesehen, als ich nach Salzgitter gefahren bin, ne? Da waren zwei von diesen Büffels, der eine war am Pflügen und der andere hatte das genau so, wie jetzt hier ich das auch habe, hatte er das, ne? Feiere ich mega hart gerade. Das ist richtig nice. Gut, Frontlader da nicht dran gehabt, aber den habe ich jetzt einfach mitgekauft. Ne? Ihr wisst, das haben und nicht brauchen ist besser, als brauchen und nicht haben. Ich werde, sobald ich Geld habe, den Trecker aber eine Nummer größer nehmen. Ich habe jetzt den 130er genommen. Ist ein bisschen knapp für diese Maschine. Ne? Man sollte vielleicht den 160er nehmen, dann muss der sich nicht so quälen. Ne? Der haut ja Wolken raus. Das ist ja ein Träumchen. Ne? Den Frontpacker habe ich ein bisschen umgeschrieben. Der hat jetzt eine Düngefunktion. Das ist relativ gut. Was nicht ganz passt, ist die Überlappung. Ich habe jetzt teilweise schon doppelt gedüngert, ne? Wollte ich ja gar nicht machen eigentlich, aber naja, gut. Na, seht ihr? Hab ich die Streifenkrankheit jetzt drauf auf dem Acker, ne? Aber gut. Ich habe das gemacht, weil die Querne-Landmaschine, ihr könnt mich für, ne, komplett bekloppt erklären. Ist ja auch richtig, stimmt ja auch alles, ne? Aber ich habe das so in Erinnerung, ich kann mich ja auch echt täuschen, ne? So ist es nicht, dass das hier ist doch das Symbol für Dünger, oder nicht? Oder bin ich jetzt komplett durcheinander? Saatgut und Dünger. Ja. Habe ich natürlich den Quenneland Fronthang dran gehängt, hat sich nicht verbunden mit der Schläuche. Habe ich geguckt, ja, kann auch gar nicht, da ist nichts. Ne? An der Sämaschine kann er sich auch nicht verbinden. Aber wieso schreiben die dann bei, der kann auch Dünger? Ich habe es nicht, ich check's nicht. Ja. Und jetzt hatte ich das Ding gekauft, so, und jetzt brauchte ich eine Notlösung, ne? Und da ist mir das eingefallen, weil im Original ist das ein Grubber. Aber wenn ich den als Grubber fahren lasse, dann haut das mit meinem Angstgewinde nicht hin. Ne? Wenn ich jetzt die Stirnseiten, hier bei diesem Acker ist es nicht schlimm, hier kann der geradeaus auf die Wiese fahren, weil ich den Zaun habe ich ja weggemacht. Und wenn ich aber dann richtiges Angstgewinde habe, dann grubbert der mir jedes Mal das Angstgewinde kaputt. Ne? Aber wenn der mir düngert, dann düngert er mir, ne? Ist ja völlig in Ordnung. Und so macht er mindestens was. Sonst hätte ich ihn einfach so als Deko-Objekt vorne vorherlaufen lassen können. Aber ja, ne, warum? Der kann auch düngern. Ist Cheaten, ja. Aber auch nur, weil Giants mich reingelegt hat. So. Nur deshalb. Nein, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll hier mit Dünger. Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist es halt so. Wir machen mal, sobald er mal aufhört, hier mit der Kirche im Hintergrund. So. Das als Thumbnail. Was haltet ihr davon? Sehr schön. Ja, der muss ein bisschen dolle wühlen. Das ist ein bisschen dolle. So, aber ich bin froh, dass ich den Kram noch nicht verkauft habe. Ne? Aber wir müssen gucken. Ich habe jetzt natürlich immer noch keine Sämaschine. Oh, das habt ihr auch noch nicht gesehen, ne? Eben, ganz kurz vielleicht, ne? Ich habe hier doch nochmal ein paar Gebäude umdekoriert. Das war eigentlich nur mal so ein Versuch. Hat sofort geklappt, deswegen habe ich es so gelassen. Einen neuen Anhänger habe ich mir gegönnt, den anderen habe ich verkauft. Den Farmtech-Anhänger. Ich fand diesen hier einfach so schnuggelig, ne? Ich konnte nicht anders, YouTube. Kennt ihr das? Das hätte fast Opa Jorn gegeben hier vorne. Habt ihr das gesehen mit der Darin? Das war uiuiui. Ja, hier muss ich noch einrichten, ne? Also ich hatte die ganzen Sachen. Ich kann euch das kurz zeigen.
Ey. Kann euch das kurz zeigen. Die ganzen Sachen hatte ich jetzt hier reingefahren erstmal, weil ich auch nicht wusste, wohin damit. So, jetzt stehen die hier nicht ganz so glücklich. Die wollte ich dann nochmal hier reintun, ne? Ich hatte das extra so rum platziert. Ich habe gedacht, ich kann den Ballenanhänger vielleicht noch hier drunter stellen. Aber jetzt ist mir doch hier tatsächlich noch so ein Hochsilo hingekommen, so ein Fermenter. Ich weiß nicht, wie das auf mal hier. Keine Ahnung, aber jetzt steht das Ding hier, ne? Und ich glaube, den werden wir wohl benutzen, ne? Ich weiß noch nicht genau wann. Passte nicht ganz. Ich musste hier, der Baum habe ich so ein bisschen an der Seite getan, der war hier so knapp an der Kante. Und die Birke war komplett im Weg. Die Birke stand da, wo der Motor jetzt ist. Aber da ich die Map ja eh schon geöffnet hatte, war das jetzt auch nicht so schlimm, das mal eben an den Rand zu schieben. Wir müssen mal gucken, ob ich hier nochmal ein bisschen Texturen mache. Weil, wie gesagt, das ist gerade so nebenbei entstanden. Nee, eigentlich hatte ich jetzt gedacht, hier rum, aber jetzt, ich komm hier jetzt mit dem Ballenanhänger nicht mehr rein. Das kann ich vergessen, ne? Schade, ne? Hier kann man aber auch durchfahren. Ich kann jetzt zur Not den Ballenanhänger auch hier reinstellen. Ich habe hier hinten noch eine Durchfahrhalle. Hier kann ich auch eine Durchfahrhalle. Und ich habe hier hinten, wo der andere Drehschirmel steht, auch eine Durchfahrhalle. Also das müsste eigentlich klappen mit den Durchfahrhallen. Wir können ja gleich mal gucken. Ich wollte mal eben den Mais zur Mühle fahren, weil da macht er mir ja CCM-Mehl draus. Mein Silo habe ich gerade leer gemacht. Das ist jetzt quasi frei, wo das GPS drin war. Das GPS. Oh, das war aber laggy gerade. Das GPS habe ich eingelagert. Seht ihr, das Silo ist leer. Der Kramer steht da noch. Und ja, da kann noch jetzt CCM drin gären. Ne, in dem Häufchen. Und das will ich dann, weil ich brauche kein CCM für meine Mukus, glaube ich. Glaube ich, brauche ich kein CCM. Ich weiß es jetzt übrigens gar nicht. Ich muss mir nochmal die Mischung nochmal angucken, ob der jetzt CCM braucht. Ich weiß es gar nicht. Aber ist egal. Ich habe ja den Mais noch da. Ich werde ihn erstmal mahlen lassen zu CCM. Und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Ich kann das ja gern lassen, so oder so. Ob ich es nachher verkaufe oder für meine Kühe nehme, ist ja egal. Weil hier ist ein bisschen anders mit Futter, ne? Ich muss gucken. Ja, und jetzt läuft das hier ganz geschmeidig, ne, auf dem Mäppchen. Ne? Ich bin also den Hof gefixt, meine Lieblingsmods drin. Wie gesagt, das Einzige, was ich noch nicht habe, ist ein Mähwerk. Ne? Ist das hier schon bei dem Zaun? Ich muss noch einen weiter, ne? Ne, wie bei dem Zaun ist das nicht. Einen weiter noch. Komm, gib Schubrakete. Wie gesagt, das muss ich noch, werde ich wahrscheinlich einen Kredit aufnehmen müssen. Oder ich muss den Kramer verkaufen. Wollte ich jetzt aber eigentlich auch nicht. Ich wollte auch mal so ein bisschen so mit Hoflader spielen. War habe ich auch noch nie wirklich gemacht, ne? Geht aber der Hoflader. Also wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, ist das echt ordentlich in Ordnung, ne? So, ohne Blinken heute. Zack, ich blink nie. Keine Angst. Also selten, ganz selten. Ich hab das letzte Mal geblinkt, habe ich auf der Birke. Ja. So sieht's aus. Ja, also ich setze jetzt Zeitpunkt, wo ich das Video aufgenommen habe, hat noch keiner einen Kommentar geschrieben, ne? Was jetzt ist mit der Birke, ob ich die spielen soll. Und ja, und ob das im Austausch zur Baltic Sea passieren soll, ne? Hat sich noch keiner zu geäußert, ne? Ja, guckt wahrscheinlich nicht jeder bis zum Ende so ein Video, ne? Warum auch, ne? Die einen schlafen ein, die anderen kotzen den Monitor voll. Wie soll das gehen, ne? Wie soll das gehen? So, wir sind gleich an der Mühle. Das an einem Stück ohne zu sterben. Wahnsinn. Und gar nicht verfahren, ne? Ich schwöre, ich bin jetzt das zweite Mal hingefahren. Ist ja die Mühle, ne? Jetzt steht da irgendwo in der BGA oder so. Verdammt. Mist. Muss mal kurz gucken. Hier vorne war der Schroter. Dann denke ich mal, bist du der CCM Master 3000? Boah, ich will das nicht verkaufen, ne? Oh, hoffentlich ist das hier auch der Verkauf von dem CCM, der Abkipppunkt von dem CCM.
Geld steigt nicht, okay. Nein, das Geld steigt! Das Geld steigt! Aus! Aus! Oh. So, also, das meiste Zeug muss hier rein. Es gibt auch, also das muss man auch mal wirklich sagen, das ist nicht schlecht gemacht, ne? Es gibt eine Bedienungsanleitung für diese Map auch, ne? Man hätte vorher reingucken können, dann wäre das jetzt nicht passiert. Oh, fahr mal ein bisschen gerader. Ist ja grausam mit dir. Finde ich übrigens mega, ne? Also wir haben das ja damals auch gelernt, so. Also, wenn man etwas baut, gehört dazu eine Bedienungsanleitung. Das ist also Teil der Meisterprüfung, ne? Dass du das lernst, dass du auch eine Bedienungsanleitung für das, was du baust, machen sollst. Und die haben es gemacht. Das ist, ich finde es mega. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Ich möchte wetten, 99% aller Leute gucken nur einmal ganz kurz rein. Einige haben das Ding wahrscheinlich nie geöffnet, aber einige, so wie ich, einmal kurz reinguckt, alles ganz toll, ist alles da. Aber die wenigsten... Ja gut, wie das halt mit Bedienungsanleitung allgemein ist. Ne? Die wenigsten werden diese Bedienungsanleitung studiert haben. Ne? Ich auch nicht. Wirklich offen. Sonst wäre mir das ja gerade nicht passiert. Ne? Andererseits, jetzt beim nächsten Mal weiß ich das, dann werde ich das Maiskorn nicht wieder verkaufen, sondern direkt in den richtigen Eimer reinschütten. Ne? Naja. Und so lernt man dann halt doch mal wieder aufs Dazu-Leben, ne? Ich muss noch mal, ich muss noch mal mit dem Joystick noch mal irgendwas überlegen hier. Das ist, das mit dem Lenken ist noch ein bisschen ruppig. Und ich habe gerade gemerkt, mit der Kamera bin ich auch immer zu schnell, ne? Weil ich will immer schnell was gucken. Ja, das Problem ist, YouTube nimmt ja nicht jedes Bild, was ich hier sehe, auf. Ne? Also, klar, also man kann das alles aufnehmen, so eine fette Internetleitung habe ich aber nicht, um nachher diese Datei hochzuladen. Ne? Deswegen lasse ich Bilder weg. Ihr wisst das. Ne? Dadurch sieht die Aufnahme allgemein nicht so gut aus. Wenn man dann aber so schnelle Kamerabewegungen macht und ich weiß jetzt nicht, wie viele Bilder fehlen zwischendurch, jedes dritte, was weiß ich, dann ist das nachher im Video ist das dann noch schneller. Ne? Man ist ja, wenn man eine schnelle Kamerafahrt macht und lässt dann jedes dritte Bild weg, dann ja, bist du noch schneller am Ziel. Und das sieht komisch aus, das gebe ich offen zu, aber ja, ich vergesse immer, dass das in der Aufnahme ja ganz anders aussieht als nachher, also als bei mir auf dem Rechner. Ja, dann war es das jetzt auch eigentlich. Die beiden Silos haben sich miteinander verknüpft. Ich weiß doch gar nicht, ob das so toll ist, dass die das gemacht haben, weil ich habe ja das eine Silo so in das andere Silo reinplatziert. Das ging, Gott sei Dank, aber ich weiß nicht, ob das so schön ist, dass die beiden jetzt zusammenhängen. Das wird im Laufe des Let's Plays, wird das, ja, sich herausstellen. Und ja, ansonsten, ich mache jetzt erstmal überall Tritikale, also auf dem dritten Acker, den ich habe, kommt auch noch Tritikale drauf. Und ja, dann kann der Herbst kommen, ne? Ich weiß zwar nicht mehr, was ich dann im Herbst noch machen soll. Vielleicht nochmal düngen. Ich glaube nicht, dass ich nochmal einen Schnitt machen kann. Wenn, dann werde ich mir auf jeden Fall einen Kredit aufnehmen, dass ich mir dann Mähwerk kaufen kann. Ne? Und dann müssen wir mal gucken, ob ich vielleicht Grassilageballen verkaufe. Oder mir meine Reste. Ich habe ja noch Sachen im Lager, die könnte ich auch verkaufen noch. Ne? So, warte mal kurz. CCM, tatsächlich, der will CCM haben fürs Kuhfutter. Aha. Ungewöhnlich, ne? Ja, gut, dann sollten wir das CCM nicht verscheuern. Ne? Dann kriege ich aber echte Lagerprobleme hier. Ich muss mal gucken. Ich habe das im Probespiel schon ausprobiert. Es gibt ja diese platzierbaren Wände, ne? Und ich brauche nur noch eine schöne Halle. Ich werde wahrscheinlich die Standardhalle nehmen. Müssen wir mal gucken. Und dann mache ich mir da so ein paar platzierbare Wände rein, dass ich eine Schüttgutstelle halt für CCM und Schrot habe. Ne? Und Zuckerrüben eigentlich auch. Also eigentlich, ja, muss da alles hin. Ne? Schüttgut. Oh, mein Helfer ist durch. Na, Susanne, sind wir denn schon fertig hier?
Oh, habe ich hier den... Eiferbitsch, ich glaube, hier habe ich den Fünferbit nicht rausgenommen aus der Straße. An anderen Stellen habe ich den Fünferbit schon rausgenommen. Was hast du denn hier gemacht? War das dir, wo das so dieser Mega-Lack war? Ist das dann passiert hier? So, irgendwas ist hier noch nicht so ganz koscher. Das kann an meinen Mods liegen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht... Oder die Kombination zwischen meinen Mods und der Map. Wer weiß das schon, ne? Giants ist auch immer für eine kleine Überraschung zu haben. Ist jetzt ja nicht so, als wenn Giants da nicht auch mal ab und zu für Überraschungen sorgen würde. Naja, wie gesagt, wir säen das Feld noch mit Tritikale zu Ende. Das andere Feld wird auch noch mit Tritikale gesät. Und dann schauen wir mal. Ne? Tirgo ist draußen. Habt euch lieb.